Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir unter Erkunden und dann Shadowlands finden. Und zwar schimpft sich das Gourmet des Ardenwalds. Und das ist ein relativ einfacher Erfolg, denn wir müssen einmal in den Ardenwald, hier auf die Koordinaten 64, 19, und nur einen einzigen NPC finden. Und dieser eine NPC verkauft uns tatsächlich alle von den insgesamt 16 Items, die wir einmal probieren müssen. Und dieser NPC befindet sich hier hinter mir. Tanor heißt er. Den müsst ihr aber freischalten. Also ihr müsst die Pakt, also nicht die Paktkampagne, sondern die ganz normale Kampagne hier drin spielen. Ihr startet ja am Ardenwald hier oben und müsst bis hier runter spielen. Ich denke mal mit einem Max-Level-Char, den ihr erstellt habt und hier schon euren Covenant ausgewählt habt, habt ihr das ja zwangsläufig sowieso schon gemacht. Deswegen dürfte eigentlich fast jeder diesen NPC hier auch stehen haben. Den quatschen wir an und ihr seht, er hat ein bisschen mehr Items dabei als die 16 geforderten. Wir kaufen uns jetzt einfach mal alle. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht herausfinden, welches das Richtige ist. Wenn ihr euch die 3 Gold für die paar falschen Items sparen wollt, dann könnt ihr ja immer wieder euer Achievement und dann den Questtypen hier anklicken. Ich gebe jetzt mal ein paar bisschen Gold mehr aus. So, und jetzt klicken wir die Dinger an und ihr seht, hier wird eins nach dem anderen aktiviert. Okay, das war schon mal ein faules Ding. Habt ihr gesehen, das eine, was ich mir gekauft habe? Achso, jetzt kann ich das eine gerade nicht benutzen. So, zack. Zack, zack. Das ist doch schön. Könnt ihr euch zurückerinnern an. Achso, während ich sitze, geht das nicht? An das etwa gleiche Achievement in hier in BFA, da war das ein bisschen beschissener. Da musste man nämlich ewig viele verschiedene NPCs ansteuern. Hier kann man das bei einem machen, was eine schöne Sache ist. Unter da ploppt das Achievement auf. Gourmet des Ardenwalds, 16 Items, alle bei einem einzigen NPC. Und ja, ihr gebt jetzt hier wahrscheinlich so 200 Gold, 100, 200 Gold aus. Irgendwie so Pi mal Daumen, die Sachen kosten 3, 4 Gold pro Ding, also jetzt nicht sonderlich viel. Obwohl, es sind unter 100 Gold, ne? Wenn ich das jetzt gerade so überlege. Egal, auf jeden Fall nicht viel. Hier oben bei den Koordinaten 64, 19. Und ihr müsst halt die paar Quests hier am Anfang gemacht haben, sonst steht ihr nicht dort. Okay, damit sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr beim nächsten Achievement Guide wieder rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.